Ostrich oder Zebra. Აღმოსავლეთი კომუნიზმის შემდეგ, მეორე ნაწილი. Chris Veneris და Bernard Enders დოკუმენტური ფილმი. Auf diesem Schauplatz wird politikur manipulatsiebs rusuli tonebit axsenden. Sakartvelosh es torot aktualuri etnikuri konfliktebis axsnis dasakhebi. In Georgien liegt der Schlüssel zum Verständnis der aktuellen ethnischen Konflikte. Nationalistische Gefühle und ethnische Spannungen. Kartul emigracijas mas pinzeli, Čečnetis Respublikis prezidenti Dudajevis strategiuli atomuri saharo flotis qopili generalia. Kapsakurdia deputatobs mimartavda, rom isini ar unda shemtrkalobnan Rusetis sakhmelnikos terroris tsinashe, da rom samtsukharo dasavlet moskvasan ar shekavshirebuli. Gamsachurdia sagte zu den Abgeordneten, sie sollen sich nicht vor dem Terror des Russischen Reiches fürchten und leider sei der Westen nun mit Moskau verbündet. Wir fragten den Parlamentarier Nikolas Filatonias, იყო თუ არა პრეზიდენტი დიქტატორი? Nein, sagte er. Არა, ამბობს იგი. Gamsachurdia სამჯერ მეტად რბილი და უწინარი იყო. Იგი დიქტატორი კი არა, უდიდესი დემოკრატია. Udaevi Azerbaijanin delegatebs usmens. Mglebi dakhutsilia, magram turebi jer kidav tsotskhleben. Khvales turebits unda dakhotsot. Kale töten. Die Exilabgeordneten. Emigrationshi mqopi deputati Igor Chkheidze. Friedliche Lösungen im Kaukasus. Kaukasus problemebis shvidoben dir gadaqobs. საქართველოს ყოფილი კაგებეს შეფი ედუარდ ჩევარდნაძე საქართველოში დაბრუნდა, როგორც მოსკოვი უწყობოდა პუტჩისტების მოწვევით, რადგან მათგან გადაებარებია ძალაუფლება. მერაბ კიკნაძე, დაშლილი პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, იგი ჩევარდნაძეს კომუნისტური მაფიის წევრად და საქართველოში ერთიანი კორუფციული სისტემის ორგანიზატორად თვლის. იგი დისიდენტების წინააღმდეგ რეპრესიებსაც მიმართავდა, ამრიგად მას ადამიანები მკვლელად თვლიან. Repressions of dissidents and Georgian people think about him, he's a bloody murderer of Georgian people. Yasha Tsipouria იგი უამრავ წელს წავიდა ყოფილ საბჭოთა კავშირის ხელისუფლების ოფიციალურ ორგანოებში. იგი წერდა, რომ შევარდნაძე მისი ცხოვრება მხოლოდ იმიტომ დაანგრია, რომ მან კორუფცია ამხედა. იაშა ყვება, რომ ფაბრიკაში პურსაქონლის უვარდისი საკვებით ათხოვდნენ, თან მომწავლა მჟავებს უმატებდნენ. ის გამოც 40 ბავშვი დაიღუპა. Kinder gestorben. Alter ist die Greif.
Das ist der frühere Staatsminister. Das ist der ehemalige Vorsitzende des Ministerrates. Ihn hat man entlassen, weil er sagte, solche Leute gehörten ins Gefängnis. Jeden Tag haben sie mich gefoltert. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Schauen Sie sich das Ergebnis an. Sie versuchten, mich dazu zu zwingen, Briefe und falsche Aussagen zu unterschreiben. Sie haben mich ständig gefoltert. Schreibtisch, Shevardnadzes rechte Hand, Jabba Yossiniani, der Regierung. Das sind seine Anhänger, Mitglieder der Regierung. Sie beschreiben sich als eine bewaffnete Gruppe. Die Reitermiliz von Yossiniani war am Schluss. Sie singen ihre Hymne. Jabba. Das Leben eines Metrioni ist krank. Sie nennen uns Terroristen. Ein Sowjetexperte Sie werde vom lokalen KGB beherrscht. Der georgische KGB verschiedene Splittergruppen zu bewaffnen, weiß Jasmin. Dieser Mann berichtete über Gräueltaten. Ein Mann, dessen Tochter getötet wurde. Bitte zerstören Sie nicht alles, alles den Banditen überlassen. Der Sohn dieser Frau wurde vor Ihren Augen auf Der Vater des erschossenen Mädchens den Russen abkaufen. Offiziere, die man schickte, um zu verhandeln, ein wütender Mann schildert, was die Metrione mit der Schule machen. Das ist die Schule. Die Bücher haben sich auch schon genutzt, um die Lage.
Kinder selbst. Sich kommen Buben zurück, um sich an Plünderungen zu beteiligen. Im 12. Stock des Adjara Hotels wohnt eine Die Wände weisen Einschusslöcher auf und die Gäste. Die Metrioni sind Freiwillige. Und Gewehre an allen möglichen Orten. Und wenn sie auf Aktion gehen, brauchen sie sich ein Auto aus, gewöhnlich von jemandem, der zufällig vorbeikommt. Sie rücken aus, nur um Streit, wer anzuzetteln. Dieser Mann heißt Sergo. Bei einer Kontrolle überprüfte die Sergo sagte, er könne machen, was er wolle. Nach der Polizeistunde ist der Ausweis eines Mitglieds von Gaba Josilianis georgischen Reiterkorps mehr wert als 1000 Euro. Für Sergo ist Gamsa Khurdia eine Verdammtung. Wir wurden zu einer Partei mit Nachwuchsreitern eingeladen. Dieser Junge erzählte, den gewählten Präsidenten Gamsa Khurdia auf dem Bild ist sein Kampfgefährte Sanrik zu sehen. Sanrik wurde mit Dynamit in die Luft gejagt. Sein Jungen übrig geblieben. Динамитом, так что его вообще не нашли, вот рубашку, не было, рубашки не было вообще. Там осталось вот такой, этот, как его, кусок от рубашки, да? Да. Die jungen Reiter lernen offensichtlich Von Anfang an wurden Das sind Szenen aus dem kaukasischen Alltag 1992. Wir lassen uns nicht erschrecken. Das war der erste von etwa 5 unbewaffneten Demonstranten. Schreckensbilanz dieses Blutbades, 7 Menschen erschossen.
Wir wandten uns an Shevardnadze und fragten ihn und seine Mitarbeiter, Menschen auf der Straße ermordet. Zig Leuten, die bei Demonstrationen getötet wurden, es gebe keine solchen Taten. Das geschehe nicht. Also erwies sie gar nicht, wer uns solche Informationen gab. Sasa Kuzaria war ein Augenzeuge. Er schulte wie eine Versammlung. Sie seien mit Keulen gekommen und mit Handwagen. Ich habe gesagt, dass der Jaschnien in Zabzol man kann nicht mehr schreien. Wer ist das als Polizien? Shevardnadze leugnet. Sie verbot am Abend. Diese Konflikte waren Anlass. Shevardnadzes Anhänger zettelten die Konflikte an. Sie fanden im Jahr 1920 statt, als der ehemalige sowjetische Außenminister. Der Westminister. Dieser Mann beklagte sich über die Schwierigkeiten. Auch James Baker wandelte mit der Kunde an die Kapitulation. Westliche Reporter schwiegen es. Es war zu schwierig, an die Kapitulation heranzukommen. Ein Georgier las uns aus der Zeitung Iberien Spektrum. Nicht genehmigte Versammlungen werden zerstreut. Vizepräsidenter des Wir fragten den Chef, der mit dem Wir fragten Shevardnadze, ob er seinen Schwester. Das ist nicht im Geist der Humanität. Ich habe andere Ansichten über einen Menschen und seinen Platz in der Gesellschaft. Wir fragten nochmals, ist Josselin Demokratin? Diese Frage stellen Sie ihm lieber selbst. Wir arbeiten gut zusammen. Im Interesse des Aufbaues einer demokratischen Gesellschaft. Nicolas Kalasonia, ein ehemaliges Parlamentsmitglied, so viel in der Liste von Personen, von denen die demokratische Opposition weiß, zusammen mit den niederischen Opposition. Der Besuch James Bakers war ein exemplarischer.
Zu Ehren des amerikanischen Außenministers. Abseits versammelten sich Demonstranten. Autos fuhren plötzlich mitten hinein in die Protestversammlung. Männer in Zivil zogen Pistolen und Keulen aus den Gürteln und begannen auf die Demonstranten einzuschlagen. Mitten im Getümmel erkannten wir einige alte Bekannte aus. Das sind Szenen, die sich wenige Straßen von James Baker entfernt abspielten. Eine junge Frau schrie, während sie versuchte, ihr Kind. An diesem Punkt entrissen wir die Kamera. Eine Zeugin sagte, sie schlugen auf das Kind. In der Kerl, der auf Mutter und Kind einprügelte, hatte ein automatisches Gewehr. Der Untergrundparlamentarier Es war alles so schamlos. Nur ein paar Meter von dem Ort, wo der demokratische Prozess in Georgien im Gange ist, also ein paar Meter weiter. Sie schießen in die Luft und es ist. Bei jeder Demonstration töten sie eine, drei oder fünf Personen. Im Mai 92 prügelten sie ein. Nachrichten über diese Ereignisse. Dieser Artikel dokumentierte den KGB-Hintergrund eines Mitglieds des Staatsrates. Dem Herausgeber dieser Zeitung Polizei festgenommen und verhört. Nachdem die Polizei ihn verhaftet hat,
Der Abgeordnete Kilasonia bitte. Deputate Kilasonia mogut sofshom didi shekrobis shemdeg parlamentarobi daapatimren san madganis tsikhshi atamen. Ist gefoltert. It was simply between the bottle and the anise. Professor Tengis, die Polizei wollte, dass einer der Wir fragten Charlotte Nadze. Wir fragten Charlotte Nadze. Arjen Tora, Sakatosche Politiker, Motoi, Papatim Rebulerin. Keine einzige politische Frage. Marika Abashvili. Marika Abashvili, Gazet Sakatos Republik, Kopli Redaktorin Ambos. Medecemi Kollegam. Anna Chaujava, Tango Papim Re. Es ist Politiker, Schick, Abashi Monati, Leopistris. Dieser Mann fühlte sich davor, sein Gesicht zu zeigen. Er wurde von sagte im Gesicht, und sie fürchten sich, darüber zu sprechen. Diese Frau hat Freunde, die den wir zitierten Shevardnadze, wonach es die Freiheit sie sagte, oh nein, denn viele meiner Freunde. Wir fragten Professor Tengis, ob sein Komitee für einen gewaltsamen Widerstand einlegt. Er schloss dies aus. Unser Kampf, sagt er, sei ein friedlicher und gerechter. Das ist es, woran ich und zehntausende andere Menschen. Die Medrioni sind ständig präsent und schüren die Ängste der Demokraten. Andere, die dachten wie der Professor, Zentrum des Widerstandes, Angriffe standen unmittelbar bevor. Die Bevölkerung von Sigdidi als eine Abordnung von Shevardnadzes Emissären kam, der alte Mann sagte, dass sie nur Demokratie.
Diese Frau sagte selbst, mit einem Gewehr könne sie nicht töten. Sie drohen mich. Was wollen Sie von mir? Sie haben schon ein Kind getötet. Jetzt drohen Sie mich. Kann denn keiner helfen? Man ließ die Soldaten wissen, dass sie in dieser Stadt keinen Bürger respektieren. 20 Personen sagen, dass sie so aussahen wie ihre. Solche Verhandlungen gehören unterdessen schon zum politischen Alltag im Kaukasus. Noch einmal hatte das zusammengehört. Beweise fanden wir im Gefängnis der Stadt. Inhaftierte Pro-Shevardnadze-Soldaten ausgemacht, dass sie es geglaubt hatten. Es gab in der Tat keine Ausländer. Nach einer Woche der Besprechung. Wir wurden provoziert, sagte dieser. Das ist ein Beispiel. Beiden Seiten des Tisches. Die Hintergründe dafür nannte uns der Nomenklatura-Kenner Viktor Eismann. Georgien war streng antikommunistisch. Zweitens, die Sympathie, die Menschen in anderen Teilen der Sowjetunion und besonders im Westen so einer Bewegung entgegenbringen können, zu unterminieren. Man kann das nur erreichen, wenn... Aber ich nicht wollen, dass man sich in der Welt zum Mut oder bei einem Drobi, das ist ja eine Diktatur. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, warum ist die Demokratie, die wir haben, aber mit Nationalisten, die Faschisten begegnen. Warum nahm du die Demokratie, die Moskau, die du sie begegnen? Und du schon, der Trio Demokrater, Rasch, in Moskau. Bilder, die die grausame Realität im Kaukasus. Das Bild der ossetischen Stadt Chinvali.
Nationalgardisten durchstören. Die Osseten sind seit langem die engsten Verbündeten. Eine russische Lehrerin erzählte, dass sie alle Belegungen Das sagt auch das Moskauer Fernsehen in den Nachrichten. Seit Schewatnadze an der Macht Die Lehrerin erzählte, die wir auch wollen, dass wir glauben, nicht die Nationalgardisten mit Ironie gegen die staatliche Wahl umzugehen, sondern die Jihadisten, also ganz auch hier als Leute. We want to know it, for sure. Who is it? Georgien und Russland verbinden Der Krieg in Ossetien Angesichts der Panzer Wenn diejenigen, die täglich unsere Leute umbringen, Nationalgardisten sind, Die ossetische Seite. Die Bevölkerung setzt der auf Schewatnadze, den sie als pro-russisch einschätzt. Vielleicht auch in Friedensreden wurde eine Offensive gegen die Ossetien gestartet. Wurden in die Umgebung ihrer eigenen. Das ist unser Land, sagt die Kommandantin. Gibt es Streitkräfte von Gamsakhurdia? Vielleicht, sagt der Kommandant. Eine Granate. Das Geschoss schlug in einem nur wenige Meter entferntes Haus ein. Unterdessen befragte unser zweites Team. Ein ossetischer Soldat namens Felix. Aber Schewatnadze ist kein Wunder, dass man ihn anhört. Wir dachten, die Dinge würden sich wieder ankommen. Die schwierige Lage der Ossetien wurde unterzeichnet. Status quo in der Gegend. Aus der Chronik der laufenden Massaker, Georgier beschossen einen Autobus. Ein verletzter Bub berichtete uns, unseren Bus zu beschicken.
Wir konnten nicht entkommen. Unser Motor funktionierte nicht. Die Opfer des Autobus-Massakers werden beerdigt. Die gesamte Kaukasus-Region ist zurzeit unruhigbar, sagt Ex-Präsident Gamsakhurdia. Shevardnadze hat das Land Diese Karte zeigt die geografische Strecke. Wo sind Sie verhängt in den Ausnahmezustand über die Kaukasusregion? Unterdessen tobt ein Krieg in Abchasien. Am 9. August Abchasien an eine Invasion und ein richtiger Krieg begann. Alle kaukasischen Zeitbomben drohen hochzugehen. Flüchtlinge in Abchasien. Kämpfe in Abchasien. Und im Oktober 1992 kandidierte Shevardnadze. Wir fragten ihn, was einen Kommunisten er sagte, fragen Sie mich nicht. Ich weise darauf hin, dass man solche naive Fragen nicht stellt. Mein Volk glaubt an mich. Schauen Sie sich bloß einmal an, wie viel Unterstützung die derzeitige Regierung einschließlich Shevardnadze hat. Shevardnadze erreichte 92% der Stimmen. Er war der einzige Kandidat. Die ossetischen Opfer des Autobus-Massakers. Das Sterben im Kaukasus geht weiter. Salut für die Toten. Der kaukasischen Tragödie hat begonnen.